Simon, hoe wil je? Dank je veel dat je gekomen bent. Du spielst heute wieder gegen deinen Brüder hier zu Endingen. Im Moment steht es 12 zu 13. Ich glaube, die Verteidigung hat es nicht so schlecht gemacht bei Endingen. Ja, es läuft recht gut. Aber gleich kommen sie noch zu viel zu den Schüssen, die wir uns eigentlich vorgenommen haben, dass sie das nicht dürfen. Und das hat sicher noch Steigerungspotenzial. Du hast noch einen Haufen Kollegen da. Du kommst von Wacker Thun. In Wacker, in Thun, hat es einen Haufen Spieler mit Aargauer Hintergrund. Du bist so einer, dein Bruder, es hat aber noch etwa 3-4 andere. Was ist der Grund dafür? Ja, ich glaube, im Aargau wirst du recht gut ausgebildet, handballerisch, weil es schon eine Hochburg ist. Und sicher in Bern auch. Die haben jetzt auch etwas so angefangen in der Sportschule, aber das braucht halt ein bisschen seine Zeit. Ja. Danke vielmals und viel Glück für die zweite Halbzeit. Merci. So, und bei mir ist gerade der Ron Delhees. Er ist Nationalspieler für die Schweiz. Und kommt jetzt zurück von einer langen Verletzungspause. Ich glaube, 15 Monate hast du jetzt gefehlt, wegen deinem zweiten Kreuzbandriss. Ist das richtig? Genau, ja. Das ist richtig. Jetzt hat es noch nicht ganz gelangt in der ersten Halbzeit für einen Einsatz. Ich nehme an, du kommst dann in der zweiten Halbzeit hoffentlich zum Einsatz, dass wir ein bisschen sehen, wie du spielst und wie du dich erholt hast. 12 zu 13 in der Pause. Was kannst du zu der ersten Halbzeit sagen? Ja, also ich glaube, wir haben ein sehr temporäres Spiel gesehen. Wir haben eben von beiden Mannschaften drücken recht aufs Tempo. Und ich glaube, wenn wir dort die einfachen Goals, sage ich mal, von Endingen noch besser im Gegenstoß verhindern können, dann sieht das Resultat ein bisschen besser aus. Beide Mannschaften müssen recht kämpfen für ihre Goals. Es hat wenig Goals jetzt in der ersten Halbzeit. Es fehlt so ein bisschen der Druck aus dem Rückraum. Das wäre eigentlich die Position, wo du noch könntest, Wacker helfen. Ja, also ich glaube, ja, man sieht eben, durch das, dass es halt sehr schnell ist, sind halt die einfachen Goals aus dem Rückraum nicht so gefragt, sage ich mal. Aber, bei uns hat jetzt der Max Dahlmeier ein, zwei Goal können machen aus dem Rückraum. Ja, wir sehen es in der zweiten Halbzeit. Noch schnell zu dir persönlich, nach deinen zwei Verletzungen und deiner langen Absenz jetzt, wie fühlst du dich körperlich? Bist du wieder voll 100%ig einsatzfähig? Ja, also eben, jetzt ist heute der erste Wettkampf eigentlich mal. Ich habe Anfang Januar angefangen mit dem Team wieder mittrainieren und jetzt halt immer stetig ein bisschen mitgemacht. Und jetzt bin ich eigentlich bei normalen Mannschaftstraining wieder normal dabei und jetzt eben heute das erste Spiel wieder. Gut. Wir wünschen euch viel Glück und merci eine gute Pause. Danke vielmals. Sven Kleiner, du bist Publikumsliebling in Wacker Thun. Du hast aber jetzt aufgehört, Handballspieler, Flügelspieler. Jetzt bist du zuständig für Medien und Kommunikation. Im Moment steht es 13 zu 14. Immer noch ein bisschen harzig für beide Mannschaften, um zu Goal zu kommen. Was sagst du zum Spiel? Ja, hallo zusammen. Also für Endingen hoffentlich harzig, um zu Goal zu kommen, so verteidigen. Für Wacker oder für uns, ja, wir haben keine Verunsicherung, die im Moment da ist. Es ist ja, jede kleine Situation. Ich werde so ein bisschen auf Goldwack gelegt. Es kann auf die eine Seite, es kann auf die andere Seite fallen. Selbstvertrauen ist nicht zu 100% da. Aber da hilft nur hart bügeln, Schritt für Schritt machen, so wie sie es jetzt machen. Meine, wir sind immer vorne. Jetzt fällt es auch gut der Ausgleich. Aber wir sind dran, wir bleiben dran. Es ist harte Arbeit, aber das haben wir gewusst. Wie geht es dir persönlich so ohne Handball im Moment? Du bist zwar engagiert im Verein, aber spielst nicht mehr selber Handball. Wie geht das so für dich? Ja, also inzwischen haben wir recht gut daran gewonnen. Ich bin Trainer der zweiten Mannschaft von Wacker. Ist im Moment jetzt seit einem halben Jahr oder seit letztem Sommer relativ dürftig halt aufgrund der aktuellen Situation. Ich bin froh, dass ich hier noch ein bisschen dabei sein kann. Ich habe noch ein bisschen mein Umfeld, das immer noch recht stark vom Handball prägt ist. Darum, es ist weg vom Spieler, aber immer noch stark verbunden mit Wacker Thun, ja. Ihr habt ein spannendes Projekt in Thun mit dieser Dreifach-Turnhalle, mit einem Wettkampfteil. Ein 10-jähriges Projekt, glaube ich, so wie ich gelesen habe, das jetzt aber trotzdem bach abgegangen ist, was einen negativen Entscheid gegeben hat. Wie geht es jetzt weiter mit dem Projekt? Ja, also ich würde sagen, unser Projekt oder Wacker Thun steht auf alle sicher nicht mit diesem Projekt. Es wäre super gewesen, wenn wir das relativ schnell hätten umsetzen können. Aber du sagst, es bleibt schon optimal, wäre es ein paar Jahre gegangen. Natürlich, der Beweggrund von der Stadt verstehen wir. Aufgrund der Situation im Moment müssen wir oder können wir das akzeptieren. Jetzt müssen wir einfach andere Lösungen finden, dass wir mit der Lachenhalle irgendetwas herbringen. Und da bin ich positiv, dass wir da eine Lösung finden. Ja. Ich danke dir vielmals und ich gebe zurück zum Christian und zum Bo. Gut, danke. Noah, 26 zu 28, leider verloren gegen Wacker Thun. Ein knappes Spiel, ihr seid immer so ein bisschen dran. Am Schluss hat es aber nicht ganz gelangt. Was hat der Unterschied gemacht von dir aus gesehen? Ja, ich habe das Gefühl, es sind Kleinigkeiten wieder mal gewesen.
Schluss habe ich das Gefühl, dass ich die Luft raus war, nicht mehr ganz so mögen. Nicht mehr so konsequent die zweite Welle gespielt, die erste Welle. Wir hätten ganz gut können gewinnen, finde ich. Ja. Ihr seid auch mal in Führung gewesen, eine kurze Zeit. Also die hat sehr gut ausgesehen und dann lange Zeit nicht ganz genau, bis am Schluss. Ja. Dir ist aber sehr ein gutes Spiel gelungen mit 6 Goals von 7 Abschlüssen. Das gegen den Nationalmannschaftsspieler Dähler. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Ja, schon zufrieden, aber eben schlussendlich vom Tag bringt es trotzdem nichts. Den Sieg wäre mir ehrlich gesagt lieber, wenn ich 0 Goal machen würde. Ich würde den Sieg lieber nehmen, ja. Was müsst ihr jetzt ändern für das nächste Spiel, damit endlich die Punkte kommen, wo wir schon lange darauf wartet? Ja, ich glaube, wir sind näher dran. Also der Wille ist, dass man viel besser war gegen Schaffhausen zum Beispiel. Ja, es sind Kleinigkeiten, wo vielleicht auch Glück ein bisschen, wo am Schluss noch zukommt, dann länger es vielleicht mal, ja. Danke vielmals, dass du gerade gekommen bist und merci. Viel Glück für das nächste Spiel. Bei mir ist der Roger Kühn. Er ist Verwaltungsratspräsident von Handball Endingen. Im Moment läuft sehr viel im Hintergrund vom TV Endingen. Kannst du ein bisschen erzählen, was sich alles im Moment gerade tut? Du bist da ganz drinnen. Ja, so kurz nach dem Match kann der Puls noch ein bisschen hoch. Gedanklich noch ein bisschen beim Match da. Das war ein cooler Match gewesen, glaube ich. Wir hätten auf beiden Seiten hätte ich können gehen, noch 1,5 Minuten vor Schluss oder 2 Minuten vor Schluss noch Milo da reinpfosten und ja, er hat nicht viel gebraucht, dann wäre es auf die andere Seite gefallen. Aber ja, wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Und ja, das andere ist im Hintergrund am Laufen und nicht erst seit gestern, sondern seit etwa 12 Monaten. Wir haben die Nachfolgeorganisation, wo wir fest am Planen sind und sehr, sehr strukturiert und genau da verfolgen, dass wir am 1. Juni bereit sind. Und die Idee ist, dass wir am 1. Juni können starten mit einer neuen Aktiengesellschaft, mit einem ganz neuen Gefäß, wo wir den Spitzenhandball über den ganzen Ostargau neu organisieren und strukturieren. Und ihr habt gesehen, der Handball macht in der Schweiz unheimlich Fortschritt im Moment. Es gibt sehr viel Positives und auf diesen Zug wollen wir aufspringen und diesen Schritt mitgehen. Und da gibt es noch ganz viel Arbeit, ein cooles Projekt, aber ja, verlangt auch einiges ab. Genau. Du bist sehr stark am Arbeiten und am Wirken bei diesem Projekt. Wo steht das Projekt im Moment gerade? Ich meine, die letzten Monate mit den Partnervereinen zusammengearbeitet in dieser Region, dass wir wirklich miteinander das ganze Konstrukt können aufbauen können. Organisatorisch sind wir sehr weit gekommen. Jetzt geht es eigentlich darum, dass wir die Aktiengesellschaft oder die Aktie dann können verkaufen können. Und da sind wir in den letzten Vorbereitungen. Wir sind dran, ein visuelles Erscheinungsbild auszuarbeiten, ein neues, wo der Club wirklich in einem tollen Bild wird strahlen lassen. Und gleichzeitig treffen wir die letzten Vorbereitungen, dass wir dann sehr bald im März können anfangen, die Aktien verkaufen, wo wir wetten, dass der neue HB-Endingen dann nicht einfach einem grossen Investor gehört, dem neuen, sondern eben der breiten Bevölkerung, die ja den Handball sehr, sehr treibt und über Jahre auch sehr unterstützt hat. Wir freuen uns auf das Projekt. Und mich würde interessieren, an was bist du im Moment gerade? Was sind so die Arbeiten, die du jetzt gerade machst? Für das Projekt? Es geht uns darum, dass bevor wir in die Öffentlichkeit gehen, dass wir natürlich wirklich alle Stakeholder, für die wir den Handball auch machen, mit im Boot haben. Da braucht es sehr viele Gespräche, sehr viele Kommunikationen, Präsentationen von diesem Projekt. Und das verlangt im Moment viel Zeit ab. Und gleichzeitig, wie gesagt, sind wir dran im Feintuning, am Visuellen. Da kommt etwas richtig Cooles, wo sich die Bevölkerung darauf freuen darf in der Region. Und wir freuen uns auch, dass wir sehr bald starten können. Wir freuen uns ebenfalls und wir hoffen wirklich und drücken die Daumen, dass das klappt. Und viel Glück dir und dem Projekt. Merci vielmals, dass du schnell ausgemacht hast. Danke vielmals, Marc.